20er-Jahre-Siedlung, also die Siedlung des Neuen Frankfurts, die wurden lange Zeit vernachlässigt. Man hatte lange Zeit nicht die Qualitäten erkannt, die in diesen Siedlungen stecken. Und wir haben uns damit beworben, weil wir eben davon ausgehen, dass das Neue Frankfurt beispielhaft ist auf vielen Feldern, also sowohl was das Thema Siedlung und Freiraum betrifft, was das Thema bezahlbares Wohnen betrifft. Das ist hier seit 90 Jahren bezahlbarer Wohnraum. Ist wirklich sehr, sehr spannend, hier durch die Siedlung zu laufen, durch die Gärten zu laufen und eben hier auch durch die Parks zu laufen, die hier direkt vor den Häusern sind. Die Wohnungen sind sehr beliebt. Viele wohnen schon sehr, sehr lange hier in den Wohnungen. Manche sind sogar noch Erstbezieher, die hier geboren und jetzt eben um die 90 Jahre alt sind. Die kommen nach wie vor häufig ins Forum Neues Frankfurt, so berichten mir die Kollegen. Und uns hat es uns eben bewogen, hier die Siedlung Römerstadt, die Heimatsiedlung und auch den Riederwald anzumelden, weil eben hier Instandsetzungsbedarf ist, weil hier viel Originalsubstanz vorhanden ist. Und weil wir der ABG und der NH zwei wichtige Partner haben, die eben auch gesagt haben, wir wollen uns darum kümmern, wir wollen die Siedlung des Neuen Frankfurts fit machen für die 100-Jahr-Feier. Also 2025 wird das Neue Frankfurt 100 Jahre alt und wir möchten eben die Siedlung fit machen, dass sie zu ihrem Geburtstag wieder vorzeigbar sind. Und wenn man hier durchstreift, dann sieht man eben schon viele Häuser, die jetzt instand gesetzt wurden und viele weitere sollen in den nächsten Jahren folgen. Dafür brauchen wir natürlich auch Geld und dieses Geld kommt eben in Teilen auch vom Bund aus dem Programm Nationale Projekte des Städtebaus und das ist für uns eben eine große Chance. Wichtig ist uns aber auch, dass die Nationalen Projekte des Städtebaus vom Bund eben ein Angebot sind für einen Austausch, für einen Erfahrungsaustausch. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Angebot, weil wir damit eben auch nochmal von anderen Städten lernen können. Wir sind ja nicht allein auf der Welt, also zum Beispiel Berlin hat eben auch Siedlungen der Moderne, die aus der gleichen Epoche stammen oder auch Tel Aviv. Und mit Tel Aviv sind wir jetzt auch seit über einem Jahr in einem sehr engen Austausch, was die Weiterentwicklung des jeweiligen Erbes betrifft. Weil es wichtig ist ja, es ist ja hier kein Museum und es soll auch kein Museum werden, sondern die Menschen wohnen ja hier in den Häusern, die nutzen die Gärten, die nutzen die Parks. Und wir möchten eben gemeinsam auch mit den Bewohnern eben diese Nachbarschaften hier weiterentwickeln, denkmalgerecht weiterentwickeln und eben fit machen für die Zukunft. Der sicherlich wichtigste Akteur dieser Zeit war Ludwig Landmann. Er ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Alle reden heute von Ernst May, von dem Architekten und Stadtplaner der Siedlung. Allerdings derjenige, der das alles möglich gemacht hat, war der Oberbürgermeister Ludwig Landmann. Ursprünglich aus Mannheim gekommen, ist 1924 hier zum Oberbürgermeister gewählt worden, war aber vorher auch schon, also ab 1916 sogar hier in Frankfurt, zuerst als Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Wohnungswesen. Also muss man auch verstehen, er hat eigentlich den Job von Ernst May vorher schon gemacht, hat hier in Frankfurt alle Wohnungen katastermäßig aufgenommen und damit auch gezeigt, dass Wohnungsnot herrschte, weil es war politisch erst nicht so gewollt, dass es so öffentlich ausgesprochen wurde. Ja, war sicherlich nicht bei allen beliebt, also zeigt diese Karikatur ganz gut, der Landmann, der erstmal alles greift und die Eingemeindung, also neben Frankfurt als zentrale Stadt, die ganzen Dörfer drumherum an Frankfurt heranzieht. Das Niedertal-Projekt ist gleichzeitig auch die Keimzelle des Frankfurter Grüngürtels, der heute rund um die Stadt geht. Wichtig war den damaligen Planern, dass Stadt und Freiraum zusammengedacht werden, dass Siedlung und Freiraum zusammengedacht werden. Das ist ein Entwurfsprinzip, das ist uns heute auch noch wichtig, dass wir eben immer integriert planen, also eben immer gleich die Grünflächen mitplanen, die Gärten mitplanen und eben auch darauf achten, dass das Ganze Hand in Hand geht. Neben dem Städtebau und der Freiraumentwicklung hat Ludwig Landmann damals die Messe reaktiviert. Er hat einen Flughafen beauftragt, dass der eben entsprechend errichtet wird. Und er hat eine Autobahngesellschaft gegründet mit der ersten Autobahn Hamburg-Frankfurt-Basel. Mit der Idee, Frankfurt zu einer internationalen Messestadt, zu einer internationalen Verkehrsstadt, Verkehrsknoten zu formen. Wie wir heute wissen, ist ihm das gelungen. Die Wurzeln dafür wurden eben in den 20er Jahren gelegt. Und von daher ist das neue Frankfurt auch für die Stadtentwicklung Frankfurts extrem wichtig und sehr, sehr maßgeblich gewesen. May über die Gartenstadtbewegung und die Praxis vor dem Ersten Weltkrieg, das hat ihn schon beeinflusst. Und vor allen Dingen, dass er dann mit dieser Konzeption, die in England gang und gäbe ist, dass man Reihenhäuser macht. Die gab es zwar hier auch als Arbeiterwohnungsbau, die Werkssiedlungen im Ruhrgebiet waren immer so, aber für den eher modernen Wohnungsbau einer Großstadt
das war schon ungewöhnlich, das ist in Reihenhäusern zu machen. Und er hat nicht nur einfach die Reihen gemacht, sondern er hat den Stadtraum gebildet. Und das ist das Erstaunliche hier bei der Römerstadt. Und eine Straße, die nicht so aufgebaut ist wie die klassischen Straßen mit der Symmetrie, sondern dass die Funktionen getrennt werden und nebeneinander liegen. Also Fahrverkehr, Parken war nicht notwendig, die hatten keine Autos damals. Man geht nur auf der einen Seite, man geht nicht auf der anderen Seite. Das ist viel zu schmal, was wir eben gemacht haben. Dann die Aufenthaltszone, die Ruhezone in der Straße mit der Gestaltung, mit Bäumen und so weiter. Und dann die individuelle Aneignungsmöglichkeit für die Mieter vor den Hauseingängen. Auf der Seite 1 Meter, auf der anderen Seite 30 Zentimeter. Das hängt mit der Orientierung zur Sonne zusammen. Und in Frankfurt gibt es ein paar Straßen aus dem 19. Jahrhundert, die haben eine ähnliche Aufteilung. Das ist die Egenolfstraße, die Rohrbachstraße. Da stehen auch die Bäume einseitig nur. Und das ist eine Referenz, die ist hier wieder aufgegriffen. Also das ist schon sehr bemerkenswert, wie der Raum, ohne monumental zu wirken, ohne bombastisch zu sein, im Grunde ganz einfach auf Bedürfnisse, Gebrauchsfähigkeit und so weiter von den einzelnen Orten hin gestaltet wird. Auch der Schutz der Eingänge mit den Vordächern, also das sind so Kleinigkeiten, die sehen wir als selbstverständlich an, aber das war, als das hier gebaut worden ist, alles unglaublich neu, was völlig anderes. Und das Ganze, das geht ja dann weiter in den Wohnungen selber, was da an Neuigkeiten entstanden war. Dass die Bäder hatten, dass die Zentralheizung hatten, so etwas. Und hier in der Römerstadt haben sie in einer Straße experimentiert mit den Elektroherden. Alles elektrisch. Nicht überall, aber also das waren so richtige Modernisierungsfans. Der Kopf des neuen Frankfurts, also neues Frankfurt auch als Marke, also ähnlich wie das Bauhaus, war Ernst May. Ernst May war Frankfurter, 1886 hier in Frankfurt in Sachsenhausen in der Metzlerstraße geboren, hatte ein etwas längeres Leben, dann nicht nur war er nicht Jude, sondern hat auch rechtzeitig es geschafft, die Koffer zu packen. Es war auch nicht ganz so einfach. Er ist erst in die UdSSR gegangen mit seinem Team später und dann hat er lange Jahre in Afrika gelebt. Aber was ja erstmal wichtig ist, zu verstehen, dass Ernst May mit einer Macht ausgestattet wurde, die ja fast ja, der Oberbürgermeister vielleicht noch oben drüber stand, aber Ludwig Landmann auch seinen Baudezernenten so geschätzt hat, dass er ihn hat machen lassen und ihn diese gesamten Ämter unterstellt hat. Also nicht nur das Siedlungsamt, für das er eigentlich eingestellt wurde 1925, zu dem eben die Stadtplanung, Regionalplanung und das Gartenwesen gehörte. Auch die Baupolizei, also heutige Bauaufsicht, gehörte dazu. Und das Hochbauamt, was heute das ABI ist, also was für die Schulen, für die ganzen kommunalen Bauten zuständig ist, also die Großbauten, also damals hatte man diese Abteilung hier, die Großbauten, zu denen auch die Großmarkthalle zum Beispiel gehört. Dann wurde der Wohnungsbau typisiert, also rationalisiert und die Bauberatung, auch private Beratung. Wir haben mit ihm Exkursionen gemacht. Wir haben die Siedlungen uns angeschaut. Und wir sind hier durch die Straßen gegangen. Und wenn ihm irgendwas nicht gefiel, dann hat er geklingelt und hat die Leute angeschrien. Wenn irgendwie die Vorgarten nicht entspricht. Ebelfeld in der Siedlung Braunheim. Das sind ja Eigentumshäuser. Waren zu der Zeit auch schon Eigentum? Von Anfang an. Das war so ein Mietkaufsystem war das gewesen. Und da haben die Leute natürlich ziemlich bald angefangen, ihre eigenen Vorstellungen zu realisieren. Und die Eingänge, die waren nicht so komfortabel gestaltet wie hier mit den Vordächern.
Und da haben die dann selber Vordächer gebaut. Skopalit. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Skopalit. Das ist so well. Nicht aus Eternit, aus Kunststoff, so durchscheinend. Es gab es vor allem in Gelb oder in Grün. Ja, ja. Naja. Und da war der ist ausgerastet, richtig. Ja. Und der Mai, der war noch ein Stück größer als ich. Der hatte so eine Schuhgröße, weiß nicht, 56. Und der marschierte dann und klingelte und hat dann, da kam eine Frau raus, die war so klein gewesen. Die zitterte nur vor diesem Hünen von Mai. Und der hat die wegen dem Skopalit so angemacht. Also da haben wir Geschichten erlebt. Wir waren als Studenten völlig platt. Wie man als Architekt so sein kann. Ja. In 2003 wurde die Ernst-May-Gesellschaft gegründet. Es waren junge Architektinnen und Architekten, die den Wunsch hatten, das neue Frankfurt auch mehr in die Frankfurter Bürgerschaft hineinzubringen. Und auch das vor allem durch die Einrichtung eines Musterhauses. Und man hatte in den Jahren um die Jahrtausendwende versucht, ein kleines Reihenhaus anzumieten. Da war es auch erstmal egal, wo das in der Stadt sein sollte, ob das nun in der Siedlung Riederwald oder in Zickzackhausen oder eben in der Römerstadt war. Und in der Römerstadt bot sich dann die Gelegenheit, von der ABG, der Städtischen Wohnbaugesellschaft, ein Reihenhaus zu mieten. Wir sitzen jetzt hier gerade vor diesem Reihenhaus. Das war dann 2005 der Fall. Und dann wurde es mit viel Liebe und viel Wissen, das man sich aneignete und sich auch dazu holte von Fachleuten und vom Denkmalschutz und Handwerkern und so weiter, dann dieses Haus quasi rückzubauen in den Zustand des Jahres 1927, 1928. Ja, das oberste Ziel des Vereins der Ernst-May-Gesellschaft ist eben, ein Bewusstsein in der Bevölkerung herzustellen und beziehungsweise zu verbessern, eben für die Grundidee des neuen Frankfurts, aber auch für den Städtebau, für die Architektur dieser Zeit der Moderne. Und das haben wir geschafft durch die Einrichtung des May-Hauses. Hinzu kommen aber dann auch andere Aufgaben, die wir erfüllen möchten. Das ist dann der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Programmplanung. Also wir machen Veranstaltungen, Lesungen, Filmabende, Musikabende oder auch Führungen durch die verschiedenen Siedlungen oder zu einzelnen Bauwerken dieser Mai-Phase und versuchen mehr und mehr auch eine Brücke zu bauen zu den heutigen Problemen des Wohnens, des Städtebaus. Wo gibt es Gemeinsamkeiten eben zum neuen Frankfurt und wo sieht es eben heute ganz anders aus? Und was kann man aus der Zeit des neuen Frankfurts lernen für die Problematik, in der wir uns heute befinden? Dass diese Hecken auf 1 Meter sollten sie sein. Wir sind jetzt ein bisschen höher, 1,10 Meter oder sowas. Ja, 1,20 Meter schneiden sie die jetzt, glaube ich, wieder. Ne? Ja. Auf jeden Fall so hoch, dass man drüber schauen kann und dass man drüber kommunizieren kann mit den Nachbarn. Mhm. Und das hat funktioniert und das wird erstaunlicherweise noch immer respektiert. Es gibt manchmal welche, die sind ein bisschen höher, die sind dann 2 Meter hoch auch. Aber nun ja. Also ich muss dir sagen, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn die Leute anfangen, dann so Sachen davor zu bauen. Ja. Es sollte ein bisschen, vielleicht so eine kleine Gestaltungsleitlinie dafür geben, wie man das macht. Mhm. Aber dass man das macht, finde ich überhaupt nicht schlimm. Mhm. Also das, was nicht überall war, aber erstmal gab es diese 10 cm dicken Betonwände, die Terrassen voneinander trennten. Das ist ja in Ordnung. Und es gab Häuser, da waren Rankgerüste, und zwar für Wein. Also für richtigen Wein, den man ernten konnte. Die Römerstadt ist ja ganz, ganz traditionell gebaut mit Ziegeln. Da hier ist nichts vorfabriziert. Das Einzige, was vorfabriziert ist, sind diese Betonwände. Damals, in der Zeit des neuen Frankfurts, wurden innerhalb von 5 Jahren 12.000 neue Wohnungen nicht nur geplant, sondern gebaut.
Heute sind wir ganz froh, wenn wir in 5 Jahren 12.000 Wohnungen geplant bekommen und die werden dann danach gebaut. Und werden auch nicht komplett von der Stadt gebaut, sondern natürlich von unterschiedlichsten Akteuren. Man darf ja nie vergessen, damals wurden nicht nur die Wohnungen gebaut, sondern auch die Großmarkthalle, viele Kirchen, viele Schulen. Also es war ein demokratischer Aufbruch, der damals auch baulich umgesetzt wurde. Das ist zutiefst beeindruckend. Und die Frage, war es damals einfacher als heute zu planen? Ich glaube nicht, dass es unbedingt einfacher war. Ich glaube, es war ein Stück weit einfach anders. Sicherlich war es ein Vorteil, dass damals ganz viele Kompetenzen gebündelt waren. Gleichzeitig haben wir heute natürlich nochmal ein anderes Planungsverständnis. Es geht auch darum, dass man stärker nochmal diskutiert, dass man stärker nochmal miteinander redet, was man genau möchte. Und miteinander meine ich jetzt nicht nur innerhalb der Verwaltung, sondern auch zwischen Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürgern. Dass man da eben nochmal stärker einen Fokus drauf setzt, eben gemeinsam auch Planungen abzustimmen. Und von daher glaube ich nicht, dass es damals leichter war, es war anders. Und heute ist es eben auch, sagen wir, immer eine Herausforderung, eine Planung gut zu machen. Und das ist so der Anspruch, den wir haben, Planung gut zu machen. Ich denke mal, die nächste Generation kann dann beurteilen, ob wir erfolgreich waren oder die übernächste. Das ist bei der Planung immer so die Sache, dass man ein Stück weit von der nächsten oder übernächsten Generation beurteilt wird, ob es eine gute Planung war oder nicht. Wir versuchen, eine gute Planung zu machen, versuchen das eben mit integrierten Ansätzen. Und da sind wir dann wiederum bei Ernst May und dem neuen Frankfurt und auch Ludwig Landmann, die im Endeffekt ja auch eine integrierte Planung gefordert haben. Also dass eben Stadtplanung, Verkehrsplanung, Wirtschaftsentwicklung, Freiraumplanung zusammengedacht werden und dass da eben Planungsteams gegründet werden und diese Planungsteams dann eben gemeinsam auch an einem Tisch arbeiten. Und das ist der Ansatz, den wir auch heute verfolgen. Das dauert dann länger als beim neuen Frankfurt. Also in 5 Jahren werden nicht 12.000 Wohnungen geplant und gebaut, sondern vielleicht nur geplant, wie ich am Anfang gesagt habe. Aber im Endeffekt hoffentlich auch mit einem guten Ergebnis. Ich bin Anna Wade. Mein Name ist Reinhild Schulte. Ich bin die Mutter von diesen beiden Damen und die Schwester von ihr und die Ehefrau von meinem Mann. Mein Name ist Karl-Heinz Schulte und ich habe diese Wohnung gesehen und mich gleich verliebt. Ich bin Irmgard Bernke. Ich bin in der Römerstadt, es war meine Geburtsadresse, die Römerstadt 201. Da haben wir auch gewohnt bis nach dem Krieg. Also im Krieg waren wir natürlich zeitweilig nicht da, aber die Wohnung war immer unter Vertrag. Also wir haben die zurückbekommen, als die Amerikaner ausgezogen sind. Ich kenne aus meiner Kindheit, dass quasi die Eltern sagen, okay, komm zurück, wenn es dunkel wird, so ungefähr. Und man dann gewütet und gewaltet hat, so hier auf den Niederwiesen und so weiter, mit den Nachbarkindern. Und heute ist ja alles ein bisschen strenger so. Aber ich habe das Gefühl jetzt mit meinen Kindern, dass es fast noch so sein kann in dieser Siedlung, dass die quasi mit den Kindern von 3 Türen weiter rumhopsen vor der Tür und so. Also das ist noch gewährleistet. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass sowas möglich ist in die Natur. Ganz früher, als wir hier eingezogen sind und als ihr klein wart, da habe ich ja zeitweise die These vertreten, eigentlich dürfen hier nur Familien wohnen mit Kindern. So nicht? Ist es weil jetzt. Weil das einfach ein Paradies ist für Kinder. Nicht? War ja ursprünglich. Heute sage ich das nicht mehr so. Das ganze Haus ist toll und vor allen Dingen, es hat eine Größe, dass es, also wie man jetzt ja bei meinen Eltern sieht, für 2 Leute ist es einfach nicht zu groß und mit einer Familie passt man gerade so rein. Man muss dann nicht irgendwie, manchmal hat man das ja, dass ältere Menschen in so einem riesen Haus wohnen, was ja auch viel Arbeit ist und so. Und hier machen wir uns keine Sorgen um euch. Nee, das schafft ihr noch, die Parkettrappe. Ja, wir haben einen Fernseher oben und einen unten. Wir müssen uns nicht über das Programm streiten. Und wenn wir die Tür mal zuknallen, dann hat jeder seine Ruhe. Das ist auch was Schönes.